Freeman fast unberührt in die Berliner Endzone. Touchdown, Scottish Claymores. Erneuter Führungswechsel im Jahnstadion. Es geht hin und her. Und jetzt haben die Claymores wieder die Nase vorne in diesem Spiel, das so wichtig ist für beide Teams. Bei Berlin war jetzt der Wurm drin. Running back Anthony White leistete sich einen Fumble und Scott Shields trug den Ball bis an Berlins 4-Yard-Linie. Die zwei Spielzüge später gab Scott Reisbach das Geschenk zurück. Sein Pass wurde von Sam Young abgefangen. Eine weitere gute Chance vergeben von den Schotten. Lauf nur angetäuscht, Pass zu Kostrima, Touchdown Berlin Thunder. Pass Richtung Endzone, gefangen von Day Looker, Touchdown Berlin Thunder. Charge timeout. What else do I do? I think Shirley's pretty good. They've been playing all cover three with that 4-3. Yeah, but they're going to run it around the 6-yard line. I don't know if you want that. If you think slam return, give you something. Depends. If they jump outside. You want to go rub, slam return? No, go slam return, rub. Slam return to the left, rub to the right. Okay. Here we go. 30 Sekunden Diskussion, Auszeit übrigens genommen von den Schotten und man bleibt bei dem ursprünglich gewählten Spielzug. Slant Returns auf der linken Seite und Rubs rechts, also rechts, wenn die Receiver... Tja, vierter Versuch, offiziell 3 Yards zu gehen. Jetzt zählt's für Berlin Thunder. Vierter Versuch, Jusak völlig frei, Heckenbach bis zur 1-Yard-Linie. Eieiei. Berlin Thunder, da spielen sie mit den Nerven ihrer Fans, aber jetzt sieht's wieder gut aus. Erster Versuch und Goal an der 1 und Jörg Heckenbach, der deutsche Receiver, mit dem vielleicht wichtigsten Catch in dieser Thunder-Saison. Und jetzt die Chance für Anthony White und der ist in der Endzone. Touchdown, Berlin Thunder! Anthony White mit seinem zweiten Touchdown in dieser Partie. Axel Kruse hat jetzt mit dem Extrapunkt die Chance, sein Team in Front zu bringen mit einem Punkt. Also ganz, ganz wichtiger Extrapunkt für Kruse. Kruse hat ja ziemlich viel Zeit dieses Jahr verpasst mit einer Verletzung. Aber er trifft ganz sicher und Berlin Thunder liegt vorne 24 zu 23, noch 4 Minuten und 13 Sekunden zu spielen. Aber ist natürlich gerade noch so in seiner eigentlichen Reichweite oder an der Grenze davon. Jetzt also. Daumen drücken. Wenn sie für Frankfurt sind, dann soll er treffen. Wenn sie für Berlin sind, dann muss er verschießen. Und der Kick ist vorbei. Zu kurz und vorbei. Berlin Thunder gewinnt in Schottland.